Ja, das war die Szene, die für viel Aufregung gesorgt hat. Ein Abseitstor der Gäste. Trotzdem kann die Austria zufrieden sein, wie sie in diesem Derby aufgetreten ist. Etwa Doppeltorschütze Markus Bink, der trotz Magenproblemen aufgelaufen ist und zwei Treffer gemacht hat, ehe bei ihm gar nichts mehr ging und er vom Platz musste. Dieser Teamspirit der Austria ist einmalig. So steckt man auch viele Ausfälle weg. Wir haben eine unglaubliche Stimmung in der Mannschaft. Es kommt so vor, als wäre jeder von jedem der beste Freund. Also man hört keine Streitereien, nichts. Es ist jeder für jeden da, egal wo es zwickt oder so. Und ich glaube, so haben wir auch die letzten Zeiten die Ausfälle und die Sperren sehr gut weggesteckt. Im Endeffekt bin ich trotzdem stolz auf die Mannschaft. Ich glaube, wir haben heute alles ausgekaut, mit Herz Fußball gespielt. Und das ist das, was der Trainer auch von uns gefordert hat. Und deswegen kann ich nichts Negatives sagen. Und das Spiel hat eines gezeigt, die Austria ist nicht zufällig einer der erfolgreichsten Aufsteiger in der Bundesliga-Geschichte. Ich glaube, die Mannschaft hat das letzte Woche auch bewiesen, auswärts, wo wir gewonnen haben. Wir sind absolut in der Bundesliga angekommen, wir stehen zu Recht in der Meistergruppe und ich glaube, wir können jeden ärgern in der Gruppe. Und wir haben jetzt zum Glück nur wenig Zeit bis zum nächsten Spiel, damit es schnell aus unsere Köpfe geht und am Mittwoch greifen wir in Wien schon wieder voll an und wollen 3 Punkte mit nach Klagenfurt nehmen. Wir müssen weiterhin so auftreten mit dem Herz und mit dem Kampfgeist und dann werden wir sicher noch Punkte holen.